Servus und hallo, sagt der DJ Nick. Willkommen bei Big Ambitions. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, loszureden. Das ist ja Wahnsinn, weil da schaue ich immer so gebannt auf diese Wohnung und denke mir, oh, hoppala, jetzt muss ich aber sagen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, jetzt habe ich mir gerade eben die letztlichen, natürlich mache ich immer von der letzten Sendung nochmal so ein bisschen angeschaut, diese Sicherheitsgeschichte. Was mir aber dabei aufgefallen ist, eigentlich ganz witzig, Tag 210. Was bedeutet das genau? Es ist ein halbes Jahr genau vergangen. Wir haben ein Halbjahr, denn am Tag 240, genau, 180, dann 210, 240 ist das Jahr wiederum. Und dann müssen wir wieder Steuern zahlen. Und wahrscheinlich trifft uns diesmal der Schlag, wenn die Steuern kommen. Weil, also wir haben wirklich viel Umsatz gemacht. So ist es nicht. Ne? So ist es nicht. Gut. Nochmal ganz kurz zurückzukommen auf diese Geschichte. Ja, ich habe mir wirklich nochmal wahnsinnig viel Gedanken gemacht. Also, ich muss jetzt mal schauen, es stehen jetzt bei diesen Juwelieren tatsächlich die Sicherheitsleute drin. Da fällt uns nur der fürs Wochenende. Okay, der Sonntag ist jetzt vorbei. Da müssen wir mal schauen, ob das jetzt wirklich so stimmt. Also, wir werden jetzt das erste Mal, es ist ja eh abends. Und jetzt schauen wir mal schnell, haben wir alles zwei Tage. Wir haben unseren Akku wirklich ganz gut auch aufgeladen. Ich schaue trotzdem noch mal ein bisschen Fernsehen. 9, 10, 11, naja, 4 Stunden ist jetzt früh, 9, 10, 11, 12. Machen wir 3 Stunden. So, machen wir 3 Stunden. Überspringen die Zeit. Es müsste die Abrechnung jetzt kommen. Genau, 110.000, 180.000 ist jetzt ganz schön runtergegangen, aber das ist ja meistens am Wochenende immer ein bisschen weniger. So, und jetzt ist die spannende Frage, achso, er wird es uns wahrscheinlich jetzt nicht anzeigen. Wir haben im Zeitplan jetzt die Jewish Midtown Sicherheit geschlossen, gesichert. Weiß ich nicht genau, was das bedeutet. Wir müssen also wahrscheinlich erst warten, bis auf ist. Und jetzt schauen wir mal, ob da diese 45% weg sind, weil das konnte ja irgendwie nicht stimmen. Es sieht jetzt ganz gut aus, aber wir müssen wahrscheinlich jetzt erst warten, bis offen ist. Und gefällt mir jetzt schon mal ganz gut. Ja, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir jetzt schon ganz gut. Weiß jetzt gar nicht, warum wir jetzt so wenig Umsatz gemacht haben, aber wahrscheinlich liegt es an dem Sonntag. Dann schauen wir ganz kurz mal schnell nochmal bei den Angestellten rein. Und ja, wir haben hier noch die Kundendienstler in der Ausbildung. Muss ich jetzt dann gleich nochmal schauen, für was für einen Laden, das weiß ich wieder nicht. Also es gibt noch viele Dinge. Was machen wir jetzt in diesem Teil? Zum einen würde ich mich ganz kurz mal schnell gerne auf den Headhunter vorbereiten. Das können wir im Grunde genommen jetzt mal selber machen, weil wir ja eigentlich in Anführungsstrichen gerade nichts zu tun haben. Wir müssen unsere Zentrale mächtig für alle dann machen. Wir müssen unsere Zentrale mit Telefonen ausrüsten, dass wir das kriegen. Alle ein Telefon, ist ja eigentlich völlig klar. Das ist das eine. Dann die Mitarbeiter einstellen, das habe ich schon gesagt, müssen wir noch machen. Und dann diese Geschichte mit dem Bekleidungsgeschäft. Es ist schon wesentlich besser geworden, aber es kommen viel zu wenig Leute. Und das könnte wirklich damit zusammenhängen, dass wir ganz einfach zu wenig anbieten. Das werden wir noch ändern. Wir werden nicht alles anbieten können. Das, glaube ich, haben wir schon mal durchdiskutiert. Das machen wir jetzt nicht nochmal, aber wir werden uns da nochmal genau überlegen, dass wir da auf alle Fälle noch mehr hineinstellen und dann hoffentlich kommen immer mehr Leute, weil 4, 5 Leute bei einer Kapazität von 30 pro Stunde, hier höchstens 5 Leute, das ist natürlich entschieden zu wenig. So, das sind die Punkte, die ich mir jetzt mal für diese Ausgabe, und jetzt schmeißen wir uns erst einmal hin und schlafen wir mal bis 9, bis die Geschäfte alle aufhaben. Da sind die Klamotten jetzt gerade gekommen, die Lieferung der Klamotten sind gekommen und wir essen zuerst einmal was, dass ich das nicht wieder vergiss. Wir müssten eigentlich auch vielleicht einmal im Supermarkt vorbeischauen, auch das können wir noch machen. So, und jetzt schauen wir hier nochmal rein. Jetzt haben alle auf und jetzt wird es spannend. Ja, Sicherheit gut. Ist jetzt nicht hervorragend. Weiß ich nicht genau, woran das liegt. Aber insgesamt bin ich damit jetzt schon mal mit Sicherheit gut. Kann ich bestens leben.
Vielleicht liegt es auch daran, dass er eben die Wochenendarbeit jetzt nicht irgendwie akzeptiert. Weiß ich jetzt nicht. Jetzt ist alles voll, außer Samstag, Sonntag, da brauchen wir eben noch diese Wachleute. Und das wiederum bedeutet, wir müssen wirklich nochmal Wachleute einstellen. Wir brauchen hier zum Beispiel eben noch einen Vollzeitler. Wir brauchen hier wahrscheinlich auch noch einen Vollzeitler, genau. Dann schauen wir mal, Jules Garment ist der kleine Laden, da kommt keiner rein. Jules Hell's Kitchen ist ein großer Laden. Kundenservice muss wahrscheinlich wachsen, auch gut jetzt mittlerweile. Und da fehlen uns noch diese zwei Kassenkräfte. Und auch der fürs, also drei brauchen wir eigentlich nochmal. Wir brauchen nochmal drei Vollzeit-Sicherheitsleute. Wir haben einen Teilzeitler, mit denen können wir nichts anfangen. Vollzeit, hier hätten wir noch einen. Oh, George McKinney, Sicherheitsmann, 25% ist wenig, aber $21 ist natürlich super. Und da hat man einen mit $20. Okay. Die anderen sind alles Teilzeit und da hat man nochmal einen mit $20. Oh, das wären eigentlich die drei. Das wären eigentlich die drei, die wir brauchen könnten. Und dann ist wirklich Schluss. Georgie McKinney einstellen. $21 Vollzeit. Wieder eine Dame, oder? Wir haben wirklich nur weibliche Sicherheitsbeamte. Finde ich wirklich super. Okay, ist aber keine Absicht von mir, ne? Wird eingestellt. Dann haben wir hier die Kate Ryder. Genau das gleiche. Sicherheitsmann, eigentlich Sicherheitsfrau. Ja, es ist noch nicht. Vollzeit $20, super. Und dann haben wir noch hier die Eugen Ellen. Und auch eine Dame, das gibt es ja gar nicht. Nein, heute, der Eugen ist ein Mann. Ah, okay. Entschuldigung, habe ich ihn zu einer Dame gemacht? Sicherheit mal Teilzeit, Vollzeit, Mitarbeiter einstellen, den stellen wir jetzt ein. So, das wären jetzt die drei. Das wären jetzt die drei, die sind auch hier mit den Prozentzahlen ungefähr gleich. Das ist natürlich sehr gut. Und dann, wie immer, ihr kennt es schon. So geht es nichts mehr. Da, halt auf, falsch. Ich muss es vielleicht doch immer mir selber vorsagen. Und zum Training. Gut, mach ich das. Also, der Eugen hier, Edelanzug nicht zugewiesen und. Na, Mitarbeiter entlassen. Zum Training schicken. Gut, okay. Sind gerade alle in der Ausbildung. So soll es sein. Jawohl, wir haben echt immer mehr Leute. Das ist eigentlich ganz gut. Und wir teilen die dreimal wieder den Scott zu. Und auch der kommt jetzt auch, naja, langsam zumindest an seine Kapazitäten. Wie viel hat er? 36. Bisschen haben wir nur Luft. Bisschen haben wir nur Luft. Ich stelle jetzt noch keinen Personalmann ein, weil der kostet nur Geld und das sehe ich jetzt im Moment noch keinen Grund. Und einen Headhunter, den haben wir schon, der kriegt jetzt dann sein Büro. Gut. Und auch das, diese Geschichte hier mit dem Design, das machen wir nach der Mode. Das liegt mir auch ganz schön schmerzlich auf dem Bauch. Das machen wir jetzt nach der Mode. So. Jetzt haben wir das. Also, wir haben für die Sicherheitsleute gesorgt. Wir warten, bis die mit der Ausbildung fertig sind. Wir ziehen einmal was Anständiges an, mal wieder, werden wir wieder Zeit oder zumindest etwas, naja, wie soll ich sagen, ziehen wir mal da so ein T-Shirt an. Wenn es denn ein schönes geben würde. Okay. Und der Jeans, eine dunkle Jeans. Genau. Und ja, ziehen wir Chucks dazu. Oh, passt schon. Ja, immer mal was anderes, gell? Schaut doch gut aus. So. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Wo gab es denn diese Telefone? Gab es die beim Patterson? Angeblich gibt es zwei verschiedene. Hier haben wir die Bürotelefone. Gibt aber nur eins.
Bürotelefon gibt es nur eins. Jetdeck, nichts, Nachtclub, da müssen wir mal schauen, ob wir das überhaupt machen. Bestimmt machen wir das mal, aber klassisches Telefon. Ah, okay. Und das Bürotelefon. Ja, natürlich nehmen wir die Bürotelefone. Sicherheitshalber rufen wir mal noch beim. Da gab es doch noch einen, oder? Hier. Na, das sind die Ladeneinrichtungen. Hier, den Scott's Office Supplies. Was hast denn du? Ah, da das Bürotelefon. 130 kosten aber beide gleich, oder? Ja. Der hat das klassische und das Bürotelefon. Okay. Dann ruft man mal da auch noch schnell an. Der hat noch gar nicht auf. Naja, sowas. Okay. Gut, dann machen wir das jetzt so. Wir werden jetzt mal schnell schauen, wo sind denn diese beiden Autohändler? Brauchen wir nicht mehr. Wir haben ein super Auto. Wir haben sogar mehr als genug im Moment. Was wollte ich jetzt? Diese. Lagerhaus, Einrichtungshaus, Marketingagentur, Geschäftsführer, Bürobedarf. Hier. Machen wir den? Ne, das ist unser eigener Laden. Irgendwie ein bisschen unglücklich mittlerweile, wenn man viele Läden hat, was man sich da anzeigen lassen kann und was nicht. Ich würde ganz gerne meine Läden einmal ausschalten, damit der gleich auffällt, aber er fällt halt nicht gleich auf. Nee, das ist unser Wein. Was ist das? Ah, Mr. Scott Supply. So, dann fahren wir zu dem. Hat er Glück, dass ich ihn als ersten Kunden habe. Wie das so ist im Internet. Den man als erster findet, den schlagt man meistens als erster auf. Deswegen kostet es ja Haufen Geld. So. Wo ist denn unser Superauto? Bin ich jetzt? Das ist doch nicht unser Superauto, oder? Nö, das ist unser normaler Van. Wenn, dann will ich schon mit unserem Superauto fahren. Wo ist denn der? Da steht er. Einparkassistenten. Super. Jetzt, wo die ganze Straße voll ist, kann man da nicht hinfahren. Das ist ja abgefahren. Ja, gibt es denn zufälligerweise einen Ausparkassistenten auch? Nein, der. Genau, deswegen. Und da fahre ich zweimal hin und her, weil der so viel Kraft hat. Und schon hat er nur noch 69%. Wow. Da muss ich oft zum Reparieren fahren. Ich glaube, ich beschränke mich wieder aufs Taxifahren. 59%. Jetzt habe ich beim Ausparken halber kaputt gefahren. Oh Gott, der ist mir viel zu schnell. Jetzt bin ich unseren gemütlichen Transporter gewohnt. Sag mal, wo muss man da hin? Bin ich jetzt? Boah, der ist echt schnell. Da fahr ich lieber nicht entgegengesetzt. Fahren wir ganz brav im Kreisverkehr, so wie sich das gehört. Blinken auch und fahren ordentlich rechts raus. Meine Güte. Ah, da ist er. Okay. Okay. Das ist ziemlich cool. Das muss ich echt sagen. Und das spart wirklich viel Zeit. So, grüß Gott. Ich würde ganz gern ein paar Telefone kaufen. Wo haben wir denn die? Jetzt muss ich mal näher ranrutschen, weil die bestimmt nicht groß sind. Ja, jetzt sag bloß, ich hab's gar nicht rumstehen. Da. Eins, zwei, drei, vier. Wir nehmen 10 Stück. Jawohl.
nehmen 10 Stück und stellen an jeden Arbeitsplatz gleich ein Telefon. Irgendwann kommt mal wieder einer, der will dann wieder, er hätte ganz. Standard-Büro-Schreibtisch brauchen wir nicht. Er hätte ganz gerne ein Telefon und dann stehe ich wieder da und fange wieder von vorne an. Das mache ich bestimmt nicht mehr. Wir sind mittlerweile zweifacher Millionär. Das können wir uns leisten. So, 8 Stück. Schließfächer. Hammer, glaube ich, gell? Naja, ich habe Hammer, habe ich mal gekauft. Steht schon in unserem Büro, weiß ich, ganz sicher. Haben wir eigentlich den Papierkorb? No. Ich nehme jetzt nur einen 20er Papierkorb mit. Könnte der Herr von mir mit dem grünen T-Shirt mal ein bisschen Gas geben? Ist ja furchtbar. Gut. So, hätten wir jetzt auch bestellen können. Ich glaube, eine Sackkarre haben wir drin. Komm, einsteigen. Und jetzt geht's ins Headquarter. Das ist ja, das ist doch gar nicht so weit weg hier, oder? Ja, das ist doch unser Headquarter. Genau, genau ums Eck. Wunderbar. Okay, das ist echt cool. So, bringen wir die mal rein. Und stellen die gleich auf, hätte ich jetzt gesagt, oder? Die haben wir gar nicht lang rum. Jeder. Ja, klack, schaut doch gut aus. Jeder kriegt ein Telefon. Gott, die Damen und die Herren, übrigens, ich bin der Chef, nur falls ihr das noch nicht mitgekriegt habt. Ja gut. Nein. Hand nehmen. In die Hand nehmen. Ja. Ja, witzig. Ja. Eingangstür haben sie wie eine Toilette. So. Wahrscheinlich wäre es jetzt noch vernünftiger gewesen, wir hätten gleich mehr gekauft, da wenn wir jetzt wieder mehr Schreibtisch immer. Aber okay, das lassen wir uns dann, aber dann, wenn wir jetzt noch mal mehr Leute hier einrichten wollen. Hoppala, und das jetzt. Das machen wir dann sowieso. So, ne, fein aber her. Das machen wir dann sowieso über die Bestellung. Also das kauft man dann nicht mehr selber und dann bestellen wir alles. Was ich hier aber so sehe, ist, dass der ganze Drecker, das müsste man da eigentlich einmal eine Reinigungskraft aufstellen. Nein. Bis jetzt? Glaube ja, oder? Wir müssten, glaube ich, mal eine Reinigungskraft einstellen. Beschwert sich zwar niemand, aber man kann darauf warten. Ja, da schaut es echt ganz schön dreckig aus. Da kann man echt drauf warten. Schauen wir mal ganz kurz. Headhunter Kundendienst, wir haben keine Reinigungskraft. Okay, das können wir mal ganz kurz schnell dazwischen schieben. Sieht es gut, dass mir das eingefallen ist? Wer macht denn das? Das macht nicht der, das macht die oder der Anderson. Genau, eine Reinigung brauchen wir. Und zwar brauchen wir Wochenende wird nicht gearbeitet, also reicht eine Vollzeitkraft.
So, schick uns mal doch vier Angebote in den nächsten 3 Tagen. Ja. Alles klar, danke. So, wo fehlen noch Telefone? Hier. Und hier. Und einen Papierkorb. Stellen wir einmal rein. So. Wunderbar. So, meine Damen, meine Herren, bitte schön weiterarbeiten. Einkäufer, Personalleute und so weiter und so weiter. Ich gehe mal in mein Büro. Das ist ja tatsächlich mein Büro, gell? Können wir uns so hinsetzen? Nein, können wir nicht. Du musst freie Hände haben. Okay. Er interagiert nur, aber okay. Naja. Alles gut und schön. Fernseher fährt vielleicht, gell? Kann man mal. Haben wir eigentlich hier einen Aufenthaltsraum? Haben wir auch keinen Fernseher. Oh, kann man mal einen Fernseher? Da habe ich vergessen. Da schreien die Leute bestimmt irgendwann danach, dass sie einen Fernseher würden. Weil das während der Arbeit finde ich ein bisschen deplatziert, aber okay. Und hier würden wir auf alle Fälle noch. Ah, wie viel? 3, 4, vielleicht sogar 5 oder 6 Schreibtische reinbringen. Also, das sollte das wenigste Problem sein. Putzkraft. Jawohl, das ist es. Putzkraft. Gut, das Thema auch erledigt. Und jetzt fahren wir erst wieder zurück, weil ich mag mit dem Auto nicht so viel rumfahren. Beziehungsweise schauen wir mal schnell. Hier ist die Tanke. Da können wir jetzt gleich wieder reparieren lassen, unser Auto. Dann fahre ich lieber mit dem Taxi, solange es unbedingt sein muss. Ah, man wird zwar warm, aber ist mir trotzdem zu gefährlich. So, Manhattan Gas. Das sieht ein ruckelwarmes Bild und schon. Ui, 13.000, ja mir gehst. Und ganz schön viel Benzin schon verfahren. Das ist ja der Hammer. Okay, na denn. Ah, okay. Das machen wir gleich. Wie schaut es jetzt aus mit denen? Ah, die Kundendienstler brauchen noch ein bisschen. Der Handhunter ist fertig. Das mit dem Headhunter machen wir jetzt gleich. Ich habe echt bis jetzt immer noch überhaupt gar keine Ahnung, was man eigentlich genau mit dem macht. Wollen wir schauen, sind wir hier schon bei uns am Haus? Nein, sind wir nicht. Wir müssen noch ein bisschen weiter rechts. Okay. Der fährt echt mit einem Affenzahn. Hey, das ist ja der Wahnsinn. Okay, weil er da jetzt nicht passt. Tatsächlich. Ja, steht ein bisschen nah dran, aber muss uns nicht kratzen. Gut. Haben wir mal dieses eh schon wieder 5:30. Also, dann, ja, weiß ich. Ich machen wir aber zu Hause. Stehen wir nicht doof auf der Straße rum. Also, schauen wir uns mal schnell an. Das war jetzt der. Keine Aufgabe. Unser Headhunter, jetzt teilen wir dem erst einmal Andrew Frost. Edel wird dem Hauptquartier zugewiesen und dann müssen wir im Hauptquartier hier Zeitplan und dann kriegt er einfach einen Platz hier. Wo er sitzt, ist uns eigentlich noch. Na? Ja, was ist los? Ach, der ist schon da? Ach, klar, weil der habe ich. Ach, mei, ja, logisch. Der hat er die ganze Woche schon gemacht. Oh, mei. Okay, gut, passt. Bürotelefon hat er alles.
So, und das bedeutet jetzt für uns, schauen wir mal, da ist er, was kann der? Aha. Das können wir uns mal in Ruhe anschauen. Also Art des Mitarbeiters, wählen Sie den Art des Mitarbeiters, den Sie einstellen möchten. Arbeitslohn und Fähigkeit, okay. Zielkompetenz, Dealbreaker. Verwenden Sie Rekrutierungspunkte, um Anforderungen zu entfernen, die Sie nicht stellen möchten. Headhunter erhalten für jede Fähigkeitsstufe Prozent einen Rekrutierungspunkt. Stellen Sie daher sicher, dass Sie sich gut ausbilden. Unser Headhunter ist perfekt ausgebildet. Okay. Ah, jetzt habe ich das mit der Reinigung schon gemacht. Und die mit den Sicherheitsbeamten auch. Okay, alles klar. Wir haben den guten Mann. Das ist auch gut, dass wir einen machen haben. Und dann werden wir mal schauen, wobei wir eigentlich schauen, ich meine, bevor er nichts tut. Also, wir haben einen zwischen 18 und 25 Dollar mehr möchte für einen Kundendienstler eigentlich nicht zahlen. Und verwendete Punkte. Um Anforderungen zu entfernen, die Sie nicht stellen möchten. Anforderungen entfernen, die Sie nicht stellen möchten. Okay. Ja, ist blöd, wenn wir eigentlich ja zwei brauchen. Oh, Mitarbeiter, okay. Sie können diesem Headhunter Personalmanager zuordnen. Auf diese Weise ersetzt der Headhunter automatisch alle Mitarbeiter, die ausscheiden oder in den Ruhestand gehen. Und derzeit diesen Personalleiter. Auch das ist ja interessant. Ja, ersetzt sie automatisch. Und wenn sie in den Ruhestand gehen. Na, immerhin. Cool. So, und jetzt dies. Ja, das, also wenn wir Kundendienstler haben, keine Wochenenden, das ist dann aber nur für die Vollzeitler. Das weiß ich noch nicht so genau, wie das haben sollte. Eigentlich brauchen wir dann mehrere Headhunter, oder? Aber die kosten ja auch Geld. Man kann den Ausrüstungsbedarf wegschalten. Keine Reinigungsschichten, das schaltet man auch weg. 5-Tage-Woche, 4-Tage-Woche, 4-Tage-Woche haben wir auch nicht, das schaltet man auch mal weg. Ich hoffe, dass ich das jetzt mal richtig mache, da wäre ich noch warm damit. Keine Wochenenden, keine Frühschicht, keine Nachtschicht, das brauchen wir beides. Keine Wochenenden, schaltet jetzt einmal ein, weil wir brauchen die Vollzeitler arbeiten nicht am Wochenende. Und deswegen schaltet. Aha, hat nicht genügend Punkte. Deswegen, ja gut, dann lass es erstmal so. Starten Sie die Rekrutierung. So. Okay, gut. Bin ich jetzt gespannt. Das heißt also, er füllt im Grunde genommen jetzt die Kundendienstler immer auf. Die Headhunter brauchen wir. Ja, wohl, die heben wir uns jetzt mal auf. Also er füllt jetzt die Kundendienstler immer wieder auf. Und schaut, und dann kriegen wir nämlich auch welche eben für unseren Preis. Finde ich ganz spannend. Finde ich ganz spannend, dieses Thema. Finde ich ganz spannend. Okay. Werden wir beobachten. Bei allem brauchen wir ein bisschen Beobachtungszeit. Werden wir beobachten. Gut. Dann, jetzt ist es 6 Uhr Nachmittag, das lohnt sich nicht mehr. Wir werden jetzt den Tag einmal abwarten und dann werden wir uns nämlich nochmal ganz genau diese Zahlen anschauen wegen den Sicherheitssachen. Und dann, leider reicht es für diese Folge nicht mehr. Die Zeit ist schon wieder durch. Es ist ein Wahnsinn. In der nächsten Folge werden wir dann auf alle Fälle mal uns das mit dem Modeladen anschauen. Das kratzt mir als nächstes. So, erst einmal schnell Personal haben, können wir da irgendwas auffrischen? Training können wir machen. Okay, machen wir das noch. Jetzt ist es schon spät ist. Nein, stell dich bitte nicht neben den Schrank, das bringt nicht viel. Sondern zieh dein
Trainingsoutfit, also das ist schon blöd, dass man das immer wechseln muss, gell? Kein Wunder, dass man es dann irgendwann einmal anlässt. Naja, gut, okay. Gut, Training beginnen, überspringen, passt schon, gut trainiert, hast du gut gemacht. Iss lieber mal schnell was, bevor du uns tot umfällst. Und wenn man nicht. Und habe ich schon mal erwähnt, dass wir Lebensmittel kaufen müssen, habe ich schon mal erwähnt, gell? Geh doch noch mal zum Trainieren, noch ein paar Klimmzüge. Wir könnten uns ja einmal irgendwas anderes kaufen. So, alles klar. Gutes Training. Gut hast du trainiert. Haben wir wieder sehr schön. Positiver Umsatz kommt gleich 2 Tage. Naja, mei, dann. Wie viel Uhr ist denn? 9:30? Und dann zockt man nur ein Stündchen. Natürlich bei Big Ambitions und schauen noch 2 Stunden Fernsehen. Genau. So, warten die 8 Minuten jetzt mal noch ab. Er ist eh schon recht müde. Tanzen eine Runde Boogie. 85.000 Gesamtgewinn. Umsatz habe ich jetzt nicht gesehen. 85.000 ist wenig. Gefällt mir nicht. Okay. Was haben wir jetzt hier? Jewels Midtown, Diebstahl, $64. Wunderbar. Damit werde ich jetzt warm. Was sagt ihr uns? Achso, das zeigt immer nur, wenn der Laden auf ist. Ach, das ist ja blöd. Naja, gut, okay. Schauen wir es uns so an. Diebstahl 24 Cent. Alles klar. Gut. Also damit werde ich jetzt wirklich langsam warm. Ich glaube, dann hat sich das doch im Endeffekt gelohnt. Schauen wir mal. Jules Garment. Das ist der kleine Laden. Da haben wir nur Kameras. 24 Cent. Na, also, jetzt kommen wir doch langsam zusammen. Hell's Kitchen. Da darf Thomas schauen. Hell's Kitchen, Diebstahl 8 Cent. Na wunderbar. Damit haben wir eigentlich, finde ich, das Problem so gut wie gelöst. Es war jetzt am Wochentag. Wir nehmen natürlich das Wochenende noch mit, weil wir dann nicht wollen, dass sie uns dann am Wochenende alles klauen. Aber ansonsten würde ich da jetzt nichts mehr ändern. Das gefällt mir total gut. Umsatz gefällt mir im Moment nicht so. Mode macht eigentlich einen guten Umsatz. Also entschuldige mal. 13.000 Umsatz, das ist wirklich. Ja, Diebstahl $91, damit kann ich auch warm werden. Gut, wir können ja die anderen Läden einmal noch anschauen. Gifts Garment, Diebstahl. Gibt's gar nicht. Midtown ist ein großer Laden. Wird auch nichts geklaut. Sehr schön. Überall haben wir unsere Kameras drin. Design, da können es nichts klauen. Murray Hill, Diebstahl, auch nichts mehr. Sieht das alles kein. Ich sehe ihn nicht. Habe ihn übersehen? Nein, ich habe ihn nicht übersehen. Alles klar. Sehr gut. Erstmal beendet dieses Thema Sicherheit. Jetzt haben wir nur die 3 Sicherheitsbeamten, die noch kommen, und dann sollte das Thema wirklich endgültig durch sein. Und dann, finde ich jetzt cool, haben wir jetzt auch einen Headhunter, ganz neuen Team bei uns, und dann schauen wir uns einmal heute auf der Webseite her. Dann schauen wir uns jetzt in der nächsten Ausgabe auf alle Fälle das Modegeschäft an, und wenn wir das so weit gebracht haben, wenn mir das gefällt, schauen wir uns das Design, diese Designgeschichte nochmal in Ruhe an. Sorry, Leute, und erst dann können wir und schauen wir nach neuen Läden. Vielleicht eine Disco zum Beispiel oder ein Friseurlohn. Nein, Friseurlohn nicht. Von Dienstleistungen habe ich im Moment ganz schön die Nase voll, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das mit dem Design, das war also bis jetzt eigentlich nichts Gescheites. Na, fand ich nicht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, sagt der DJ Nick in dieser Folge. Schaut das nächste Mal wieder rein. Big Ambitions. Hat mich gefreut, dass ihr dabei seid.
Es geht Schritt für Schritt weiter. Und jetzt hoffentlich kriegen wir dann bald wieder. Und wenn wir übrigens einen neuen Laden machen, dann lassen wir mal diese automatischen Ladeneinrichtungen ein und kopieren einmal so einen Laden. Auch das haben wir noch nicht gemacht. Bis zum nächsten Mal, schalt's wieder ein. Danke für ein Abo, da freue ich mich wahnsinnig. Danke für ein Like, da freue ich mich auch. Und schaut diese Videos an, die da so kommen. Das ist echt super interessante Sachen dabei. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Servus. Pfiat euch.